Herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Sim Casino auf meinem Kanal. Ja, in der letzten Folge haben wir hier begonnen, ein bisschen auszudekorieren, haben gemerkt, wir sollten vielleicht anstatt nur Geldautomaten auch noch Snack- und Getränkeautomaten hinstellen. Und das würde ich jetzt gleich angehen auch. Denn wie ihr seht, unser Tresor ist leergeräumt. Es wird aktuell alles in diese Automaten gesteckt, was an Bargeld da rumkommt. Und ich würde die vielleicht noch an anderen Stellen mal platzieren, fürs Erste. So, und das hier ist auch wieder mal so ein Fehler. Machen wir das mal so, dann sieht es schon wieder besser aus. Ja, wir würden mal... Also, den lasse ich da, weil da ist ja gleich die... Alter! Jetzt kommt die Hauptspielerschaft. Dann nehme ich den mit. Wir setzen den erstmal hier hin. So, weil hier kann ja auch ein Automat sein, da beim Bingo und... sonst auch in der Nähe. Wir sollten auf jeden Fall hier noch eine Möglichkeit schaffen dann für Automaten. Bleibt der da? Der kommt weg. Ebenfalls hier daneben. So. Der bleibt da und der kommt weg. So, ihr seht, wird schon verwendet. Grundsätzlich fast egal, wo ich den hinstelle. 640 neue Besucher heute. Hauptsache, er ist irgendwo. Wir haben auch mal Fenster hingemacht, dass das Ganze noch ein bisschen schöner aussieht. So, jetzt suche ich die Getränkeautomaten, sind hier. Also Snack würde ich hier in die Mitte stellen. Nee, eben nicht. Ich hatte den richtigen Gedanken im Kopf, aber falsch umgesetzt. So, Snack kommt da und da zweimal. Und Soda einmal. Gut. Weil Soda haben wir auch da an der Bar und da Snack haben wir aktuell nirgends. Da müssen wir noch die Küche bauen, das kommt nächstens. Sehr gut, die müssen befüllt werden und dann klappt das auch. Ich weiß nicht, ob wir noch was an Lager haben hier. Ja, Lager ist eigentlich gut gefüllt, aber ich glaube zu wenig da. Für alles auf jeden Fall. Okay. Ja, das dauert wieder einen Tag wahrscheinlich. Jetzt wollte ich noch schauen. Mülleimer haben wir eigentlich da, das passt soweit. Was hat es eigentlich mit dieser Lüftung auf sich? Klimaanlage. Kann man nur aufs Dach stellen. Was ist denn, wenn ich die hier platziere? Gilt das dann fürs ganze Gebäude oder wie muss das gesehen werden? Oh, und hier Solarpanel. Ah. Kann man da noch Geld verdienen damit? Wäre natürlich schön. Ich habe übrigens hier noch eingestellt, dass wir nebenbei, wenn wir geschlossen haben, hier nicht alle dastehen. Also nicht 6 Leute, sollten dann weniger sein. Gut, wir wollten noch den Lift erhöhen. Den da nämlich. So, sehr schön. Wir gehen jetzt alle drei nach oben. Wir wollten außerdem hier noch einen neuen Wäscheraum bauen. Und das ist schon fast unspielbar da. Muss man ehrlich sagen. Also ich bewege mich am liebsten in dieser Etage, weil da läuft alles flüssig. Erstaunlicherweise, weil hier, da läuft so viel rum. So viele Automaten und Geld, was da verwendet wird, aber hier läuft's. Ist wirklich erstaunlich, muss man sagen. So, und gewisse Tische sind ganz gefüllt, das ist schön. So muss es sein. Ich glaube, da sind wir auch sehr gut dabei. Da können wir auch noch ein bisschen aufstocken und da würde ich schon diesen Bereich da noch verwenden. Als Erstes müsste mal die Kasse weg und die würde ich gleich hier neben die Toilette stellen. So. An dieser Busch, der ist eh random. Stellen wir mal weg, so wie den da. Können wir später wieder was hinmachen. Und dann kommt der Roulette-Tisch hier hin. So, weil die Toilette muss besser zugänglich sein, auf jeden Fall. Und da behalten wir uns mal ja, die Übersicht, dass wir hier noch ausbauen können nach hinten. Ja, und dann soll theoretisch das da ein bisschen weiter wegrutschen.
Vielleicht sogar die auch. Aber ich möchte es lieber bei geschlossen machen, weil dann nehme ich nicht überall die Spieler weg. Und dann müssen wir das hier auch noch neu organisieren. Wo auch immer. Eigentlich hier drüben wäre auch ein guter Platz, um das hinzustellen. Mittlerweile verdienen wir wieder gut Geld dazu. Also, ja. Bevor ich natürlich hier drüben weiterbauen kann, würde ich hier oben bauen. Und wir können da noch einen neuen Fußboden aussuchen, denn ich möchte natürlich nicht denselben nehmen. In den Zimmern ist das okay. Aber nicht da den Fußboden. Da haben wir übrigens auch keine Wände. So, und ihr seht, es ist fast nicht spielbar hier. Marmorfliesen. Eher nein. Teppich. Den da wahrscheinlich aussieht. Ist crazy. Der ist noch normal, sag ich mal. Soll schon was Spezielles sein, aber nicht zu. Das sieht irgendwie fließend aus. Das da. Na komm. Wir nehmen den. So, hat 5.900 gekostet. Dafür ist die ganze Etage sofort so ausgerüstet. Alles gut. Einmal rot. Da können wir übrigens auch mal. So. Dann hat sich das hier auch gerade mal schön vervielfacht. Solange da nicht gebaut wird. Ja, ich glaube, ich muss das wirklich so langsam offline oder sonst wann bauen. Weil, das kannst du nicht zeigen, wie wir da oben versuchen, etwas rumzuklicken. Ja, also, ich würde sagen, wir machen hier mehr Platz und wir gehen mal die Küche an. Das wäre so das nächste Ding. So. Das ist nämlich ein Feature, welches wir noch nicht gesehen haben. Und ich hoffe, dass es besser gebalanced ist als der Meeting-Room und der Computerraum, die ja wirklich ein bisschen enttäuschend waren. Gut, wie machen wir das jetzt? Ich hätte gesagt, wir lassen diesen Block hier frei, um die Aufzüge und die Toilette zu erweitern. Wir würden hier die Küche reinbauen und da hinten dann den Sitzbereich. Ja, passt eigentlich. Frage ist nur, wo kommen die Tische? Also ich muss es erstmal sehen, wie es funktioniert. So, dann ne, ich möchte die Wand aufbauen, die käme hier rein. So, gut. Dann muss ich mir erstmal anschauen, wie das geht. Also wir haben eine Buffetzone und wir haben eine Küche. Küche. Geschlossener Raum. 4x4, Arbeitstisch, Herdplatte, Kühlschrank, Küchenspüle, Herd und Personaltür oder eine Tresortür. Und es passt ja bestens, wenn das hier dahinter ist, wenn hier dann die Tische sind. Also hätte ich gesagt, das sollte ausreichen eigentlich. Für eine Küche 8x8. Ich baue sonst zuerst mal die Gegenstände auf. So, Spüle wie immer in die Ecke. Leider backt die wieder sehr doll in die Ecke rein da. Ein Lagerregal könnten wir hier hinstellen. Kühlschrank daneben eigentlich, so. Da eine Herdplatte. Sowie daneben ein Herd. Und jetzt fehlen nur die Arbeitstische. Also einer hier an die Seite. Also das sind die, die hauptsächlich gebraucht werden, glaube ich. Ist ein bisschen ähnlich wie ein Zimmerport. Wir kennen es ja schon von da. So, hätte ich das mal so gemacht. Ja, ich denke, das passt. Wir können da die Wand drum ziehen. Und dann packen wir, ich würde sagen, hier eine Tür rein und hier drüben, hier. So.
Weil das soll der Ausgang sein, um das Buffet dann zu füllen auch. So. Und fürs erste Mal hier noch einen Arbeitstisch. So wie hier natürlich auch. Warum nicht? Und wir werden schauen, wenn es etwas mehr braucht, dann werden wir dann da erweitern, sage ich mal so. Jetzt sollten wir hier natürlich schon mal die rohen Zutaten bestellen. Ich bestelle 2, kostet nicht so viel. Dann wird eines hier eingefüllt. Ja, für was das Regal ist, werden wir sehen. Und das zweite bleibt da drüben wahrscheinlich. Gut, also wir haben eine funktionierende Küche. Ich gehe davon aus, da wird auch gerade... Ja, genau. Wir haben da noch keinen Plan gemacht. So, Koch. Ich würde sagen, der hat vom Mittag weg offen. Bis um 0 Uhr. Soll ich 11 Uhr? Komm, wir nehmen mal 11 Uhr. Wir schauen, wie es so geht. Samstag, Sonntag. So. Geschlossen, Montag bis Freitag 0. Und sonst können wir es dann, wenn es gut läuft, können wir immer noch so machen, dass wenn wir offen haben, 2 Köche da sind, wenn wir geschlossen haben, nur 1 Koch. Das geht dann immer noch. So, der wurde ja immer noch nicht gefüllt hier. Ich hab da ein bisschen Bedenken. Ich würde auch mal schnell... Ja, der LKW ist fast voll. Stellen das mal schnell runter. Und dann machen wir hier Soda mal 5. Snacks 5. So. Und Zutaten mache ich gleich 3. Sehr gut. Es muss funktionieren da. Okay, dann Küchenboden. Ja, ein bisschen Fliesen etwas. Und zwar etwas Normales, hätte ich gesagt. So, ah, das sieht wie eine Küche aus. Original Küchenboden. Und was machen wir für die Wand? Soll ich einfach eine Farbe nehmen? Speichert gerade. Sowas natürlich. Ja, ich glaube, ich nehme eine Farbe. So, weiße Farbe. Sehr gut. Ja, dann würde hier das Buffet hinkommen. Jetzt ist natürlich die Frage. 5x5. Bargeldkasse, Spender für alkoholische Getränke, Essensbuffet. Okay, die müssen hier... einkaufen und gleich essen. Und das ist der Tisch dafür auch. Der ist recht groß. Ja, der braucht richtig Platz. Also ich denke, bevor wir hier beginnen, bauen wir da gleich mal noch aus. So. Ja, kann ich mir noch leisten, glaube ich. So. Gut. Ja, dann bleibt die Ecke hier schon ein bisschen für sich. Wir können da einen guten Durchgang machen, sage ich mal. Die Gambling-Zone. Ich würde dann den Boden auch gleich mal bis da dran ziehen. So. Und da hinten kommt was Neues dann. Da fehlen noch Wände drumherum, genau. Ich würde sagen, hier bleibt es auf jeden Fall dasselbe. So. Gut. Dann brauchen wir wiederum einen Fußboden. Was hat man beim Essen? Eigentlich etwas mit Holz wäre da schön. Ja, gefällt mir gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Geht so. Wir haben selten Holz verwendet. Ich sehe auch langsam warum, weil... Ja doch, es hat schon ein paar schöne dabei. Was ist das schon wieder? Das ist zu hell. Ah, sieht auch cool aus. Aber nicht das, was wir suchen. Ah, das war auch Holz. Okay.
Das ist Holz. Speziell. Der ist auch recht cool, passt da aber nicht hin. Ich würde mal den setzen. So. Beim Buffet selbst machen wir aber noch was anderes dann. Gut, dann gehen wir hin. Buffetzone ist das Ganze hier hinten. Ah, wir sehen den Boden eh nicht genau. Also ich blende es aus. Oder ich mache in den Einstellungen hier. So, die Deckkraft noch ein bisschen runter. Sieht man den Boden auch besser. Gut. Das Buffet würde natürlich möglichst nahe an der Küche kommen. So, einmal ein Bierspender. Hier so hin. Ah, da sind auch noch Esstische, okay. Getränkespender, Bargeldkasse. Also, Getränkespender käme daneben. Ah, den hängt man an die Wand, okay. Sieht cool aus. Ja, jetzt habe ich es natürlich nicht ganz so gescheit gemacht. Mach das mal nochmals weg. Denn als erstes an der Tür sollte natürlich das kommen, was aus der Küche kommt. Also erstmal das... Oh, das ist sogar mit Bedienung. Ah. Oder einfach mit Belegung. Ich würde sogar da dann eine Wand reinziehen. Also gehen wir so dahin. Dann kommen da die Meeresfrüchte hin. Gleich daneben. Ja, ergänzt sich eigentlich ganz gut. Und Nachtisch auch gleich daneben. Da hinten ist die Bedienung. Wir machen hier dicht. So. Ja, schade, dass es immer so ein bisschen klebt, aber es ist gameplay-technisch nicht besser lösbar, sage ich mal. Ja, das ist sogar mit Bedienung, glaube ich. Okay, wir haben die drei. Dann kommt da natürlich dann das Getränk. Und jetzt brauche ich eine Wand. Das ist wieder ein bisschen blöd. So, ich platziere gleich zwei. Gut. Jetzt ist die Frage, hier bezahlt man für Zugang zum Buffet. Das heißt, das muss am Anfang stehen. Da, wo alles beginnt. Jetzt entweder hier. Eigentlich schon. Dann nehme ich aber da wieder ein bisschen Platz weg. Das ist der Nachteil. Oder hier daneben. Ja komm, wir machen es da. Mal zwei Kassen hin, so. Das braucht natürlich wieder Bargeld. Aber wir machen hier hinten so ein extra Gebäude. Wenn das möglich ist, wegen der Zone, das ist die Frage. Ah ja, das ist möglich, weil hier ist ja keine Wand drin. Das ist super gescheit. So, dann kommt hier nämlich nochmals eine Personaltür. Das passt perfekt. Wir müssen nur noch die richtige Wandfarbe finden dann. Und dann sieht das sehr cool aus. So. Küche zuweisen und Esstische. Also, zuweisen zu dieser Küche. Sehr schön. So. Jetzt kann ich noch den Preis einstellen. Ich würde mal so gehen. 86% Zufriedenheit. Das ist doch gut. Und dann schauen wir mal die Tische an. Ja, der sieht jetzt nicht gerade so cool aus. Wenn ich da ehrlich bin. Hätte ich lieber was Blaues. Ah, das sieht schon besser aus. Wieso nicht? Ja, dann denke ich, ab da können wir die ein bisschen setzen. Geht gar nicht schlecht auf mit der Wand. Da können wir noch was hinmachen, Pflanzen oder so. So, und jetzt soll es ja nicht zu gleich aussehen. Aber es gibt keine Mitte. Oder dann machen wir es so, dass wir da eine Esstisch-Variation reinmachen.
Also Stühle sollten dieselben sein. Teller. Hier kann man sogar die Tellerfarbe wählen. Schon cool. Nee, aber das... Gut, andererseits sollte jetzt... Nein, sollte nicht blau sein eigentlich. Das passt schon so. Gut. Und ich glaube, da wird man sogar bedient, habe ich das Gefühl. Sonst müsste ja der rote Balken nicht da sein. So, Frage ist, wie geht's da auf? Ja, ich hätte gesagt, einmal hier und einmal da. So wie da. So, dann kriegen wir das schön synchron hin. Dann hole ich mir da der Pipette den da wieder. Und wir setzen da noch eine weitere Reihe rein. So. Ja, nicht schlecht. Dekorieren wir noch aus, aber das Buffet ist jetzt schon mal im Grunde genommen einsatzbereit, denke ich. Koch haben wir schon zugewiesen. Sobald es öffnet, ist es bereit. Und hier vorne kommt wieder ein Service-Mitarbeiter, gehe ich davon aus. Bargeldkasse. So, offen, offen, sehr gut. Offen, passt. Gut. Ja, müssen wir ein bisschen Zeit vergehen lassen. In dieser Zeit können wir die Wände mal machen, weil, ja, jetzt muss ja zuerst mal hier das Essen kommen. Die sind nicht da. Ja, die Lieferung kommt erst um 12 Uhr. Und danach muss da auch was gekocht werden. Das ist das Nächste. Gut, die Küche hat auch erst um... Was habe ich gesagt? 11 Uhr hat die offen. Das schneidet sich natürlich mit der Kasse hier, weil... Da haben wir ja bei den Dienstplänen... Also hier 11 Uhr. Service, aber erst 15 Uhr. Ja, ich würde mal sagen, wir gehen hier... Der Einfachheit halber. Ich weiß, ich könnte einen neuen Plan machen... Ich passe das erstmal so an, dass der Service jetzt einfach länger offen hat, also auch die Bar und so. Und eigentlich theoretisch, wenn die Küche gekocht hat, sollte es ja auch bis um ja, 3 Uhr morgens noch Essen bereit haben, denke ich mal. So, da kommt Soda rein und da Bier. Ich hoffe, wir haben genügend bestellt. Und da sind die Speisen. So, jetzt können wir dadurch mal so eine spezielle Wand verwenden. Themenwand, genau. Ja, vielleicht nicht gerade. Wer weiß. Wir können auch was anderes. Wandpanel, genau. Ja, ein bisschen zu edel. Eher. Sowas. Ja, komm. So, ne, hier draußen mache ich was anderes dann. Also da drin soll es so aussehen. Hier drumherum haben wir noch gar nichts. Ach, lass es mal so. Und dann kommt da irgendwas mit Ziegeln. So. Und das kann ich auch hier mal... Ne, nicht... ja, nicht Shift drücken. Es hat immer, ihr seht, teilweise so ein paar Punkte, wo das Probleme hat. Also wo er es nicht anwenden kann. So, hier mache ich einfach auch mal, weil... Da ist ja noch offen, was da hinkommt. Auch die Aufzüge können wir noch verlängern. Interessant, wie die Farbe hier um die Ecke abfärbt. Nee, sieht doch ganz gut aus, finde ich. Bin ich gespannt, was da passiert. Das werden wir aber erst in der nächsten Folge herausfinden. Ich hoffe, du bist auch da wieder dabei. Wenn es dann soweit ist. Glücksspiel heute 92.000 eingenommen bis jetzt. Und es ist erst 13 Uhr. So wie beim Hotelbetrieb 19.000. Was hatten wir gestern?
38.000, Tag vorher. Ich sehe es schon gar nicht mehr vor lauter, Einnahmen. Hier, 45.000. Also es müsste noch was ansteigen heute. Ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, das wird was. Der Koch ist da. Der Koch ist bereit. Und bis zur nächsten Folge. Tschüss.